Am Samstag, den 13. April 2013, war es wieder soweit. Der Fireflash-Container stand der Feuerwehr zur Übung am Bauhof bereit. Dieses Mal kamen wieder 5 Trupps in den Genuss dieser einzigartigen Übungsanlage. Ist es doch der einzige Echtfeuerbrandcontainer weit und breit, der für Übungszwecke genutzt werden kann. Im Rahmen der Ausbildung, welche einen theoretischen Block sowie natürlich einen praktischen Block beinhaltet, ist das Erkennen einer Durchzündung, den sogenannten Fireflash. Und was man tun kann, beispielsweise muss, damit diese nicht entstehen kann. Am Ende des Tages waren alle überzeugt, dass dies wieder ein Schritt in die richtige Richtung war, dass das Risiko, welches bei Brandeinsätzen immer vorhanden ist, ein wenig zu minimieren. Wir wohnten der Übung bei und konnten einiges mehr in Erfahrung bringen. Der heutige Vormittag steht ganz im Zeichen der Ausbildung der Artenschutzträger bei der Stadtfeuerwehr Kitzbühel. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Brandschutzcontainer reale Bedingungen nachzustellen, wie sie auch bei einem Brand, zum Beispiel bei einem Zimmerbrand oder bei einem Dachstuhlbrand, vorkommen. Und das haben wir schon dreimal, beziehungsweise heute ist es zum dritten Mal gemacht. Alle Artenschutzträger der Stadtfeuerwehr sollten einmal an diesem Lehrgang teilnehmen. Man geht da in einen Container hinein. Es befindet sich da drinnen ein reales Feuer mit Rauch. Und diese Situationen, wie wir sie sonst bei verschiedenen Bränden eben in der Realität auch haben, können hier wirklichkeitsnah beübt werden. Heute in der St. Johannesstraße 46 beim städtischen Bauhof in Kitzbühel Brandcontainerübung ist teilweise mit starker Rauchentwicklung bis 18 Uhr zu rechnen. Das ist Bescheid, wisst ihr bitte kommen. Und wir melden uns, wenn die ganze Geschichte wieder erledigt ist. Der Rauch ist ja eine große Gefahr beim Angriff, beim Zimmerbrand und er muss dann dementsprechend bekämpft werden, denn es besteht die Möglichkeit, dass sich die Rauchgase entzünden. Dieses Phänomen nennt man einen Backdraft und das kann hier nachgestellt werden. Dieser Container, der heute hier am Bauhof in Kitzbühel steht, hat einige Besonderheiten. Er dient dazu, eben Atemschutzträger für den Ernstfall realistisch vorzubereiten. Es wird im vorderen Bereich ein Feuer entfacht, dann sieht man den Rauch entlang des Containers zurückströmen und die Kameraden, die Feuerwehrmänner und Atemschutz sind im Container und die müssen dann das Feuer bekämpfen. Das Spezielle oder die große Gefahr bei all diesen Einsätzen ist immer der Brandrauch. Er kann sich nämlich auch bei hohen Temperaturen entzünden. Und dann spricht man von einem Flashover, wenn zum Beispiel entlang der Decke oben die Rauchgase sich entzünden. Man sieht das auch, wenn man den oberen Teil des Containers anschaut, der ist schon ziemlich von der Hitze mitgenommen und dann gilt es bei so einem Einsatz speziell auch
den Rauch zu kühlen mit Wasser und eben diese Feuerwalze zu verhindern. Das alles kann hier simuliert werden und die Kameraden werden das alles hautnah miterleben. Mann sind in diesem Container drinnen, unter der fachkundigen Anleitung von Trainern üben sie eben den richtigen Umgang, die verschiedenen Löschtechniken, den Rauch zu kühlen und das Ganze trägt sehr zur Sicherheit des Atemschutzeinsatzes bei. Dieser Container hat aber auch noch eine Besonderheit. Am oberen Dachbereich hinten ist ein Geländer zu sehen. Man kann hier einen Kellerbrand simulieren, indem die rückwärtige Türe geschlossen wird, der Atemschutztrupp am Dach positioniert wird und durch eine Luke kann er dann in das Innere des Containers steigen. Man simuliert hier praktisch den Eingang von einem Haus über die Kellerstiege nach unten und dann wird wiederum dasselbe Prozedere beübt wie schon zuvor. Ich bin sehr froh, dass wir diese Ausbildungsmöglichkeit in Kitzbühel haben, denn dadurch wird der Ausbildungsstand dementsprechend angepasst und in einem realen Einsatz können dann die Männer richtig das Feuer bekämpfen und löschen. Und vor allem ist es wichtig für ihre eigene Sicherheit und das ist auch eine ganz wichtige Sache für den Kommandanten, dass ich weiß, die Mannschaft geht fachgerecht vor und es passiert nichts.